Hallo, hier ist Anni, deine alte Kollegin oder Freundin oder sind wir sogar verwandt? Ach, weißt du, es ist alles schon so lange her. Du weißt ja noch, ich habe damals diese Arbeit angenommen, als Expertin für Luftpolsterfolie und Einpackmaterialien, hier oben am Nordpol für dieses internationale Charity-Projekt. Naja, und seitdem habe ich halt überhaupt keine Zeit mehr, meine Kontakte zu pflegen. Ständig muss ich mich beeilen, alle möglichen Dinge in Glitzerfolie zu wickeln, iPhones zu verpacken, bevor sie schon wieder eine neue Version auf den Markt bringen. Ich muss Geschenkgutscheine schreiben, ich muss Plastikpüppchen mit Schleifen versehen und ich muss billige Parfums in super edel aussehende Boxen und Tütchen stecken. Und jedes Jahr wird dieser Job stressiger. Der Konsum der Menschen, der steigt ins Unermessliche. Und weißt du was? So wie sie, so habe auch ich mittlerweile schon vergessen, warum wir Weihnachten überhaupt feiern. Du musst mir unbedingt helfen, mich zu erinnern. Das ist nämlich der einzige Weg, wie ich aus diesem Knebelvertrag rauskomme, in dem ein böser Chef, der Herr Klaus, mich gefangen hält. Nur wer die Weihnachtsgeschichte kennt, der darf kündigen und den Nordpol verlassen. Ich schicke dir jetzt meinen Schlüssel zu meinem Haus und ich bitte dich, dich dort mal genau umzusehen. Alles, was du brauchst, das sind vier besondere Gegenstände von mir und die wahre Geschichte von Weihnachten, um den Bann zu brechen und mich nach Hause zurückzuholen. Ich danke dir wirklich tausendfach. Deine Annie. PS? Ach, und könntest du bei der Gelegenheit bitte auch gleich mein Haustier füttern? Das wäre super lieb. Danke.